Prost, die Herren. Prost. Android Nougat, Leute. Und willkommen beim Biertocher Podcast 285. Heute mit Nenad, Gregor und Horst. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1170 Wien, Entschuldigung, 1070 Wien. Mhm. Und heute ist der 13. Dezember, ja. 2016. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle auch ans Klebemonster, wahnsinnig riesengroßen Dank. Und an unsere Flatterer, unsere Patreonen, an Leute, die uns Feedback geben, die uns einfach nur so hören und ja, überhaupt. Danke. Danke. Und damit kommen wir zum Teaser. Worüber reden wir heute? Ja, also ich kann nur kurz reden über, ich habe ein neues Tablet bekommen und bin durch die Hölle geschritten und habe versucht, eine neue Android-Version drauf zu spielen. Dann habe ich gesehen den Film Höllentrip und Brust oder Keule, wobei Brust oder Keule nur mit Fragezeichen, ob ich das wirklich bringe. Ich war ganz viel auf der Roboxotica und kann darüber erzählen. Sehr gut. Ich habe einige Themen. Zum einen habe ich ein wenig The Last Guardian angespielt. Ah, ganz neu. Genau, ich war auch noch im Kino und habe dort Arrival gesehen. Und zu Hause im DVD-Player habe ich mir Four Lions auch noch angesehen, würde gerne ein paar Worte darüber verlieren. Den habe ich war das gesehen. Nicht so ein Terroristenfilm? Genau, genau, ja. Kann ich mit dir mitreden, den kenne ich. Okay. Super, tiefer zu Ende. Cool, ja. Haben wir Termine zum Ankündigen? Weihnachten. Weihnachten. Neujahr. Okay. Und Chaos Computer Club. Stimmt. CCC-Kongress. Ja. Ich habe sonst keine Termine. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Dann überspringen wir diesen Punkt. Feedback haben wir auch keins bekommen. Diesmal nicht, nein. Dann würde ich sagen, stützen wir uns an die Themen. Mhm. Da wir einen Gast haben, geben wir ihm das erste Wort. Gerne, ja. Erzählst du ein bisschen vielleicht für unsere Hörer über dich und wie du herkommst und was du vor allem, du hast selber einen Podcast. Ja, genau. Ich habe einen Film- und Serien-Podcast und zusammen mit meinem Co-Host. Entschuldigung, erst muss sagen, wer du bist. Natürlich, tut mir leid. Nenad heiße ich und zusammen mit dem Juri, meinem Co-Host, habe ich im Oktober einen Film- und Serien-Podcast gestartet namens Bild nach Wirkung. Mhm. Wir sind jetzt bei 5 Episoden. Cool. Heute haben wir erst die letzte hochgeladen. Und ja, sind noch recht jung, unerfahren, aber voll Elan und Tatendrang. Super. Ja, macht ja Spaß. Wie lange war die Vorlaufphase? Wie lange habt ihr daran geplant, sowas aufzunehmen? Etwa 1,5 Monate. Okay, das geht aber eh relativ raff von Idee zur Umsetzung. Ja, ich meine, was das Technische betrifft, haben wir uns zum Glück relativ schnell zurechtgefunden, da uns das abgenommen wird und die Idee stand auch relativ schnell und ja, zur ersten Aufnahme kam es dann auch relativ fix, also ging schon gut, ja. Und Konzept, also du hast es mir vorher eh schon erzählt, oder vielleicht für unsere Hörer, habt ihr... Wir sind ein Themenpodcast, das heißt, zu Filmen oder Serien nehmen wir uns immer ein Thema her, wobei das bunt gemischt sein kann. Das können Genres sein, Subgenres sein, das können geografische Gebiete sein, dass wir uns mal mit dem skandinavischen Film auseinandersetzen oder vielleicht mal mit dem asiatischen Film. Aber es kann auch komplett etwas aus der Luft gegriffen sein. Als Beispiel, ja... Das ist aber ein prächtiger Bart im Film. Ja, und dann reden wir über ein paar Filme, wo prächtige Bärte vorkommen. Okay. Ja. Sehr gut. Wie lange podcastet ihr so im Schnitt oder habt ihr eine angepeilte Zeit? Haben wir ja circa 1,5 bis 2 Stunden, wobei wir uns relativ genau bei 1,5 Stunden eingependelt haben bis jetzt. Mhm, ja. Das ist eh auch so eine angenehme Podcastzeit. Peile ich auch. Ja, zum Podcasten und auch zum Hören ist es relativ angenehm. Ja, dann kann man nämlich einen schönen Spannungsbogen aufbauen teilweise und ist dann doch da nicht so unkonzentriert gegen Ende hin. Und du hast erzählt, du bist ja schon länger Podcast-Hörer. Das ist richtig, ja. Seit 6 Jahren bin ich Podcast-Hörer. Was für Themen Podcasts hörst du oder hast du auch ein sehr buntes Spektrum? Vor allem das, was mich interessiert. Also im Bereich Filme und Games bin ich relativ umtriebig, aber dann auch im Bereich Basketball. Mhm.
Wobei bei all den Podcasts vermehrt, also zu einem großen Teil immer deutschsprachige Podcasts, aber es gibt auch ein paar Ami-Podcasts, die ich mir ebenfalls anhöre und genieße. Ich habe meinen Feed übrigens auch dem Stefan gegeben. Genau, ja. Er hat sich beim Panoptikum eingearbeitet. Sehr gut. Weil es mich interessiert, deutsche Podcasts, deutsche Film-Podcasts, Game-Podcasts, das hörst du oder so. Ein, zwei. Vielleicht haben wir da Überschneidungen. Ein, zwei Empfehlungen, die ich geben würde. Auf jeden Fall, was Film-Podcasts betrifft, Bahnhofskino. Ja, definitiv. Ein fantastischer Podcast. Über den Patrick Lohmeier, also den Host von Bahnhofskino, bin ich selber so ein bisschen zum Podcasten gekommen, weil ich ihn auf Patreon unterstütze. Und als die erste Idee geboren ist, einen Podcast aufzunehmen, habe ich ihm ein paar Fragen gestellt und hat mir relativ schön viel Feedback gegeben und das Ganze so ein bisschen mitbeschleunigt. Ja. Also für alle, die Bahnhofskino nicht kennen, das ist ein Podcast, der sich sehr mit Filmen beschäftigt, die abseits des Mainstreams sind. Vor allem da sehr sleazyes Zeug in die Horror-Sci-Fi-Ecke abdriftet. Genau. Gerade ihre so italienische Horrorfilme und so. Das ich alles die ganzen Giallo-Geschichten sind super. Ja, ansonsten noch die Cinecouch höre ich ebenfalls. Mhm. Es sind fünf ehemalige Filmstudenten aus Mainz, die sich pro Folge immer einen Film herziehen und den dann besprechen. Dann, was habe ich denn noch, was ich ganz gerne höre in Sachen Film? Zelluloide, die frühen Folgen, also so bis Folge 100 in etwa, habe ich sehr, sehr gerne gehört. Okay. Mittlerweile lässt es ja so ein bisschen nach, meiner Meinung nach, leider. Mhm. Und was Games betrifft, natürlich den Plauschangriff. Ah, der Plauschangriff, den hatte ich mal, aber den habe ich nicht mehr. Ich muss ihn wieder abonnieren mal. Genau, es gibt jetzt einen neuen Feed. Also es war ja vorher der MTV Game One Plauschangriff. Und also Game One, die Serie, die auf MTV lief über Games. Als die abgesetzt wurde, wurde ein neuer Feed kreiert für den Plauschangriff. Mhm, vielleicht habe ich es deswegen verloren. Ist gut möglich. Ja, sonst Inside Moin noch, der ja ein täglicher Podcast ist, der sich mit Games auseinandersetzt. Das ist der Wahnsinn, ja. Das täglichste Podcast, wie sie immer gerne sagen. Ja, die sind ja auch schon bei 1.500 Episoden Wahnsinn, so circa. Also unglaublich, ja. Toll, und auch immer so mit Gästen und so. Also die machen das wirklich einen sehr guten Job. Muss man sagen. Ja. Die versuchen jetzt auch gerade, sich ein bisschen aufzustellen mit Patreon und so. Ah, okay. Also die wollen auch hauptsächlich davon leben und haben jetzt so Exklusiv-Content, den sie am Wochenende ausstrahlen, den man sich über Patreon anholen kann. Und ich drücke ihnen die Daumen, dass das klappt. Ja. Ja, bei Games, was fällt mir noch ein Games-Podcast ein in letzter Zeit, den ich gerne höre? Spieleveteranen. Ja, Spieleveteranen. Und ja, man kann es ja auch, der Steve Ever ist halt auch, ich meine, von den alten Redakteuren dieser alten Spielezeitschriften, da kommt schon auch gutes Zeug. Super. Und du hast gesagt, du kannst, also du warst am Podcast-Treffen erstmals. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Genau. Der Harry List, der hier schon ein paar Mal zu Gast war, hat mich darauf aufmerksam gemacht und dort habe ich dann Stefan kennengelernt und über ihn bin ich dann zu einem Biertauchen gekommen. Cool. Haben mir ein paar Folgen angehört und dachte mir, das ist eine nette, gesellige Runde, ich würde gerne mal vorbeischauen als Gast. Aber kannst du als sozusagen als Frisch-Podcastler erzählen, wie dein Eindruck war vom Podcast-Treffen? Es ist eine sehr gemütliche Runde. Also, wirklich, kannst du das auch jemandem empfehlen, der jetzt gerade vielleicht erst den Podcast machen will? Oder auf jeden Fall. Es waren auch schon zwei, drei Leute dort, bei dem ich jetzt mit war, die auch einmal ihre grundsätzliche Idee vorgestellt haben, was sie möchten, haben sehr viel Input von Veteranen, sage ich mal, unter Anführungszeichen bekommen. Und jeder, der sich für Podcasts interessiert, einfach mal hingehen. Die Termine werden wahrscheinlich hier bei euch bekannt gegeben. Ja. Wenn der Stefan kann schenken. Sonst unter meetup.com Podcast-Treffen findet man sie auch. Mhm. Genau. Ja, wenn wir schon bei Treffen sind, willst du vielleicht mit der Robot Exotica? Das ist ein längeres Thema. Habt ihr nicht was Nerdiges vorher? Ja, ich kann erzählen. Also ganz unnerdig bin ich an ein neues Tablet gekommen, also ein neues, altes, 4 Jahre alt. Und war aber, so wie es gekommen ist, kaum benutzbar. Also das war ein Android-Tablet. Ist ein Android-Asus-Tablet, nennt sich, weiß nicht, glaube ich, FDHC, also ein Memo-Pad mit SIM-Karten-Einschub sogar. Und so.
und war aber fast unbenutzbar, weil wahnsinnig viel Bloatware drauf war. Da war schon also uninstallierbar die Kindle-App drauf, die konnte ich schon gar nicht runterbekommen, und von Asis Media Frame und Media Server und alles drum und dran. Das war unerträglich, und deswegen habe ich mich seit langem wieder mal dazu überwunden, versuchen, selber eine neuere, cleanere Version von Android drauf zu spielen. Ja. Und bin wieder mal durch ein Tal der Tränen gegangen, weil, ach, diese Mobile-Szene mit dem Hacken und Aufsperren der eigenen Geräte, das ist einfach keine schöne Sache. Und man hat nachher eigentlich auch kein sauberes Gefühl. Also, was mir zum Beispiel apropos Podcast-Meetup, da hat jemand neben mir gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Also, er meint, er findet das heutzutage so geil, weil man kann alles, was man besitzt, kann man faktisch hacken. Und das ist, dann habe ich das gehört, ja, und in dem Moment ist man aber nicht so, habe ich es einfach so hingenommen. Und das hat mich dann aber gewurmt, der Satz, weil es ist furchtbar, dass wir alles hacken müssen. Die Hardware sollte für uns arbeiten. Dieses Hacken allein ist schon etwas, was einen aufregt. Und bei diesem Tablet besonders, weil das musst du nicht nur erst einmal Root-Zugang, also ein Geräteadministrator werden, sondern es hat auch einen Bootloader, der gelockt ist. Das heißt, den musst du auch aufsperren und dann erstmal eine Version finden. Und es ist halt so, wenn man ein Samsung-Tablet hat oder so, ist es vielleicht leicht, weil es ist ein viel verkauftes Device, und da gibt es viele mehr Entwickler als für so ein Budget, was die Firma selber rausgegeben hat, wofür sie ungern 2 Jahre Updates rausschickt, wahrscheinlich nicht, und dann am liebsten wieder vergisst. Ja. Aber ich hatte Glück, es ist von der neuesten Android-Version, eben diesen Android Nougat, das ist Version 7.1, gibt es ein Firmware-Abbild von der Distribution AOSP, das Android Open Source Project. Das klingt ja schon mal sympathisch. Ja. Das, also um schon mal die Pointe wegzunehmen, jetzt rennt es schneller als zuvor. Keine Bloatware. Und ich habe dieses Nougat, was ganz witzig ist, weil es verwendet diesen Pixel-Launcher, den alle erwartet haben, der jetzt aber nicht so besonders ist. Kann aber auch sein, weil es kein Nexus-Gerät ist, dass ich da die tollen Features nicht habe. Aber der Weg dahin ist halt ziemlich schlimm, weil da musste ich halt oft, es gibt so ein Forum, wo viele Android-Entwickler schreiben, das ist das XDA-Forum, und da suchst du dich mal durch, und dann gibt es halt irgendwie, findest du mehr oder weniger Threads dafür, und die geben dann halt, das sind geübte Entwickler, die geben halt Anleitungen mit so, ja, und dann flashst du das, und dann das Recovery-Ding rein, und hier das nicht flashen, sondern zuerst das und so drin. Also ich habe erst einmal schon, glaube ich, einen halben Tag damit verbracht, überhaupt mal diese 10-Schritte-Anleitung. Wir sind Computer-Nerds. Ja, eben nachzurecherchieren, was es so bedeutet. Ja. Früher hätte ich es vielleicht besser gewusst. Ich bin einfach schon faul geworden, die Devices teilweise aufzuspüren. Gibt es irgend sowas wie ein Nexus-Tablet? Also eins, was einfach das ein cleanes Android drauf hat, ohne irgendwelche... Ja, ich weiß nicht. Google hat es schon lange mal rausgebracht. Gerade in der Tablet-Szene eben nicht. Also ich würde mal, das weiß ich auch nicht, aber wenn ich bei Phones schauen würde, würde ich mich mal beim Fairphone schlau machen, ob die eine Version drauf haben, die wenigstens halbwegs sauber ist, oder ob man da auch andere Sachen ohne Lockungen umgehen zu müssen. Auf meinem Linux-Device selber root sein darf. Ja. Und man muss auch wirklich, also bei XDA, ich kann da die Warnung aussprechen, lest euch die Threads gut durch, aber recherchiert es auch selber, nicht das Hirnkastel abschalten und rum und copy-pasten, weil beispielsweise ist es ziemlich modern geworden, es gibt jetzt... wenn du das Tablet routen möchtest, ist das halt so ein Vorgang. Ja? Also du schaltest das Debugging-Interface ein fürs USB, und dann musst du mit das Einzige, was nämlich wirklich super ist, ist diese Android-Debugging-Shell. Das ist, kannst du unter Ubuntu mit AppGet installen, und dann hast du einen Kommando-Befehlssatz, um diese Tablets zu steuern, der relativ hübsch ist. Also du hängst das per USB an deinen Computer an und du hast den von dort per Konsole fernsteuern. Genau, damit kannst du schon relativ viel Sachen machen. Aber was es auch gibt, um Root zu erlangen, es gibt eigene Apps, die du runterladen kannst, APKs, die du direkt installierst und die dir ein Root-Versprechen mit einem Klick. Ich meine, da geht es mir schon, du gibst einem Programm halt umfassende Rechte, und das sind aber oft Links. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, auf das ich gestoßen bin, nennt sich Kingroot. Ja. Kommst du auf eine chinesische Seite, wenn du da mal nachschaust, ist aber total freundlich gestaltet, in gutem Deutsch getextet oder so, also gaukelt ja auch wirklich Seriosität vor, und dann liest du mal nach, was die App alles macht und so, und da wird der halt anders oder so, weil die übernimmt halt dein System, und wenn du zum Beispiel Spiele startest,
kommt dann so ein Zusatzfenster mit so. Und wollen Sie nicht diese App installieren? Hm. Weil das boostet die Power für Gaming und solche Sachen. Also da, und was man sich da an Ding holt. Und das ist halt mit anderen Sachen auch. Ich habe natürlich eine andere Methode gewählt, aber das sind so viele Schritte. Und selbst das AOSEP-Image, was ich mir runtergeholt habe, es bräuchte halt, das ist eh immer das alte Klagelied, aber so wie bei Debian, eine Community, der man vertraut und also die ein Image pflegt, wo du runterladen kannst und sagen kannst, das ist auch das Image, das ist nicht irgendwie vergiftet, da schauen Leute drauf, denen ich halbwegs vertraue, das wäre so schön, ist es nicht, ich habe es überstanden und bin jetzt trotzdem glücklich. Ja, es läuft jetzt einfach und es laufen jetzt, ich habe ein anderes Tablet, ist ja eins, was mit Atomprozessor funktioniert, das heißt, einige Spiele sind so ein bisschen wonky oder funktionieren gar nicht. Leistungstablet. Und ja, ich kann jetzt zum Beispiel diverse Humble Bundle Spiele, die ich mal gespielt habe, zum Beispiel das wunderbare Framed, wo man so ein Comic neu sortieren muss, das funktioniert jetzt auf dem Tablet und deswegen bin ich mal fürs Erste glücklich. Wie funktioniert dein Tablet als Lesegerät, also als E-Book-Reader oder nicht wirklich? Ich tue es, wenn dann so was man im Online bezeichnet wird, als Zeitungslesen oder die Artikel durchlesen, klicken in Feedly oder so. Also du hast jetzt nicht irgendeinen wahnsinnigen EPUB auf dem... Ich habe einen EPUB-Reader dafür. Ja, okay. Und ich, es ist auch, das weiß ich, ist totale persönliche Geschmackssache, aber ich will dann nicht so lange angestrahlt werden. Ich habe dann schon lieber dieses Papierfeeling von EPUB-Reader. Anderes Thema, was mich widmet. Ich empfehle Folge 284, da haben wir diskutiert über diese Double Devices. Ah ja, genau, mit E-Paper und Ding. Genau. Richtig, stimmt. Das ist auch nicht unspannend. Ja. Okay. Ja, ich kann gerne ein bisschen über The Last Guardian reden. Die Entstehungsgeschichte. Aber das muss man nochmal erklären. The Last Guardian, ist es ein Film oder ein Spiel? Ich denke, es ist immer Guardians of the Galaxy. Das ist sicher was ganz anderes. Das ist etwas ganz anderes, okay, The Last Guardian ist ein Exklusivtitel für die PlayStation 4. Okay. Der sich seit, ich glaube, 10 Jahren, 11 Jahren in Entwicklung befindet. Ah. Und ist ja eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil Fumito Ueda ist ja der Lead-Designer da dahinter und er hat vorher schon Team Ico gegründet und hat für die PlayStation 2 schon zwei Spiele entwickelt, nämlich Ico und Shadow of the Colossus, die beide so ein bisschen innovativ waren, was Gameplay und auch Game Design betrifft. Und bei der E3 2006 war das, so 2007, wurde dann The Last Guardian angekündigt, damals für die PlayStation 3 exklusiv. Und man hat den Trailer gesehen und danach lange, lange Zeit gar nichts mehr. Fumito Ueda hat Team Ico aufgelöst, ist gegangen und war dann nur noch als Freelancer tätig. Und 2015 bei der E3 kam dann überraschend bei der großartigen Sony-Pressekonferenz damals ein Trailer zu The Last Guardian. Und Fans waren natürlich entzückt. Und aber so wirklich geglaubt, dass da wieder etwas werden kann, haben die meisten Leute noch nicht, bis eben jetzt vor knapp einer Woche das Spiel erschienen ist. Und ich meine, ich kann gerne das Prinzip mal ganz kurz erklären, warum es so besonders ist und warum es so viele Fans hat. Man spielt einen kleinen Jungen, der in einer Höhle aufwacht, zusammen mit einem komischen Katzenvogelvieh, das angekettet ist. Aha. Und gemeinsam müssen die dann versuchen zu fliehen aus dieser Höhle. Und die Interaktionen zwischen dem Jungen und dem Katzenvogelvieh namens Trico sind halt wirklich was ganz, ganz Besonderes. So Simon Max-mäßig? Also so Buddy-Komödie? Nee, ganz und gar nicht, denn das Tier ist tatsächlich ein Tier. Also das kann nicht sprechen? Nein, das kann nicht sprechen. Das kann nur miauen oder... Also. Naja, es ist mehr so ein Wolfsgeheule, das es von sich gibt. Und anhand der Augen kann man erkennen, wie gerade das Gemüt des Tieres ist. Also wenn sie rot leuchten, bedeutet das, es ist unruhig. Wenn sie grün leuchten, bedeutet das, ich bin jetzt ganz gut gestimmt oder ich weiß, hier gibt es irgendwo Futter, bitte bring mir das. Und ja, das Ganze, wie gesagt, man muss eben aus der Höhle fliehen und das Tier begleitet eben einen dabei und wird eben dann der treue Begleiter für den Rest des Spiels. Die Story, die erzählt wird, geschieht vor allem in Rückblenden, aber so, dass ein Voice-Over stattfindet. Also man hört eine tiefe Stimme eines Mannes, der einem erzählt und
damals wusste ich noch nicht, dass das Tier dieses und jenes. Mhm. Und das, aber sonst bekommt man von der Story nicht viel mit, denn es geht vor allem sehr viel um die Stimmung des Spiels. Und das haben eben Ico und Shadow of the Colossus genauso transportiert, diese Stimmung, dieses Besondere. Ja, ja. Und vom Spiel selbst, du bist in einer 3D-Welt? Oder? Ja, man ist in einer 3D-Welt, das ist in etwa vergleichbar mit The Legend of Zelda. Am ehesten. Und wobei es nicht wirklich Dungeons gibt, so die typischen wie bei The Legend of Zelda, und der Junge kann auch nicht kämpfen, sondern muss das Tier schicken, wenn er angegriffen wird. Okay, ja. Und weiterhin ist es eben so, dass die Umgebung, die dort geschaffen wurde, wie das Tier konzipiert wurde, wirklich so etwas Besonderes ist und so etwas fast schon nie da gewesen ist, dass man verstehen kann, warum dieses Spiel 10 Jahre in Entwicklung war. Denn wie gesagt, das Tier verhält sich eben wie ein Tier. Man kann ihm zwar Kommandos geben, aber es kann sein, dass das Tier nicht auf einen hört, weil es störrisch ist. Es kann sein, dass es verzögert erst direkt. Es kann sein, dass es etwas komplett anderes macht. Also es geht auch immer um... Die Welt ist sehr genau gebaut sozusagen. Also macht Sinn. Genau, ja. Es geht um das Gefühl, mit einem Tier zu interagieren, oder? Auf jeden Fall, ja. Okay. Auf jeden Fall. Und Interessant. Ist es auf jeden Fall. Und ich meine, jeden, den es interessiert hat, hat es wahrscheinlich schon gespielt und wahrscheinlich auch bis zum Ende durchgespielt. Ich bin noch nicht bis zum Ende gekommen. Ich habe etwa so ein Drittel schätzungsweise hinter mir und ich bin komplett fasziniert. Ich bin komplett in dieser Welt. Nein, ganz so gar nicht. Und spürt man trotzdem vielleicht so Glitches oder dass die 10 Jahre irgendwo drinnen stecken in dieser Entwicklungszeit? Ja, es gibt Framerate-Einbrüche. Also teilweise bei etwas... ich sag mal, komplexer animierten Szenen des Tiers fällt die Framerate bis unter 15 Frames pro Sekunde sogar teilweise. Okay. Man merkt schon, dass das Spiel lange in Entwicklung war, aber dennoch schaut es ganz gut aus, muss man sagen. Mhm. Und ich muss auch ehrlich, auf der PlayStation 3 wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Also die Hardware aus von der 4er. Ja, interessant. Also cool, das ist hier ein gutes Spiel. Und gerade so das mit den Tieren, ich meine Tiere und Spiele, das ist ja durchaus ein Thema, was die Szene nicht verlässt oder so. Ich meine jetzt, abgesehen von Pokémon, aber auch so das Gefühl, es gab, glaube ich, habe ich das auf der Wii gespielt oder so, aber irgendein japanisches Spiel, wo man verschiedene Haustiere haben konnte und so, und wo das Spiel auch hauptsächlich darum ging, glaube ich, sich um diese Haustiere zu kümmern. Tamagotchis und solche Sachen. Also wenn da von dieser Essenz irgendwie was drinnen steckt oder wenn sie das schafften einzufangen, boah, ja, würde mich auch interessieren. Und ich weiß nur, ich habe sie leider beide nicht gespielt, aber ich weiß nur von Ico und Shadow of the Colossus, dass die sehr, also von der Fan-Community und auch einfach von den Leuten sehr geschätzt werden, diese Spiele. Also, ja, und auch zu Recht, ja? Weil sie wirklich das Game Design für die nächsten 10 Jahre wirklich auch mitgeprägt haben und noch verändert haben teilweise. Okay. Es gibt viele Spiele, die sich sehr stark angepasst haben an Ico und Shadow of the Colossus. Okay. Aber gibt es nur für die PlayStation, oder? Es ist ein Sony-Exklusivtitel, also nur für die PlayStation. Ja. Ja gut, das ist die Weihnachtszeit. Also. Ja, ich weiß. Es ist nicht so. Ich sage gar nichts. Reden wir im neuen Jahr. Neue Hardware. Hallo, und wir begrüßen den Stefan, der einen knallbunten Vogelscheuchen Anzug hat. Ein Panoptikum. Wie hast du dir das konsumiert? Getan? Ergattert? Getackert. Gedrucken lassen. Ah, okay. Plus weihnachtsbeleuchtetes Fahrrad. Boah! Oh. Heiß. Sagt man nur heiß. Schön. 144 Leuchtdioden. Und nebenjobbst du jetzt als radelnder Weihnachtsmann? Praktisch. Ja, also man richtig so für Kindergeburtstag. Man wird also oft angeredet. Kann man dich buchen? Nein, ich bin nur Pausenclown auf der Straße. Ah, okay. Wie geht's dir, Stefan? Was hast du uns für Themen mitgebracht? Außer... Das waren meine Themen. Wirklich? Also, rufst du dich schon ein, so auf Weihnachts? Nein, ich habe die ganze Zeit programmiert und ich glaube, es wären relativ fade Themen, auf welche Art und Weise Podcast-Feeds kaputt sein können. Könnte ich ein Buch langsam drüber schreiben. Letztes Highlight heute war ein Podcast-Feed, den ich dann manuell getestet habe im Browser, weil man
Software konnte nicht parsen. Schauen wir mal an. Das erste ist, wenn ich den URL aufrufe, ist einmal, dass mir ein File zum Download angeboten wird. Okay. Und das, was dann runterkommt, ist die Wartungsseite von dem Webserver. Oh je, okay, Download. Das ist. Ja, aber so ist es halt mit den Feeds. Mhm. Ist auch Auslegungssache. Offensichtlich. Offensichtlich sehe ich ja viel Interpretationsspielraum, aber jetzt bin ich hier unten auf 4 Feeds von 520, die ich nicht automatisch parsen kann. Also es wird langsam. Du kämpfst dich durch. Gut. Ich kämpfe. Ja. Das sage ich mal Prost, wenn Prost. Ja, Leute zum Anstoßen. Ein, Stefan. Und dieses Spiel mit dem Katzenvogelfisch, das gibt es nicht für den PC, das gibt es nur, nein, das ist nur PlayStation 4. Genau. Okay. Und das kannst du sozusagen empfehlen aus eigener Erfahrung? Auf jeden Fall, ja. Ja, Wahnsinn, es werden immer mehr, hallo. Hey. Ja, vielleicht von einem Lebewesen jetzt hin zu den Robotern. Zu den Robotern, ja. Ich war bei der Robozotika und da habe ich den Stefan getroffen. Stimmt. Ja, lebhaftig. Stefan, was war dein Eindruck? Ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich bedient. Sehr gut, dann hat sich der Robot einen. Was war das? Es war kein Manhattan, es war ein. Weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, ja, du warst ungewohnt fröhlich, ja. Auf jeden Fall war er robotisch gemixt. Ja. Allerdings von der Schnapsorgel oder? Nicht wirklich gemixt, ja, von der Schnapsorgel nicht wirklich gemixt. Sprich, der Alkohol war ziemlich konzentriert unterm Eis. Das nicht geschickt. Der Fruchtanteil war ziemlich konzentriert oberm Eis und ich habe mir gedacht, das wird schon gemischt sein. Und habe nur kurz umgerührt und noch passt schon. Und ich dachte, naja, besonders stark ist auch nicht, macht nichts, ist auch halt schön fruchtig. Genau, am Schluss ist es dann ordentlich eingefahren. Das war bei der Robux. Und du hast ja deine Freundin mitgebracht, wird der gefallen? Das stimmt, die war auch mit, der hat es auch gefallen, die hat sich auch mit angechechert. Die hat genossen auch den Amaletomat, heißt der Amaletomat? Ja. Palatschinkenautomat von Metalab, der war dort. Habe ich mit ihm gesprochen, wie das gedeichselt hat, dass sich die immer so schön aufrollen, weil die werden dann so hübsche, präzise Palatschinken rollen. Hat er gesagt, das hat er gar nicht gedeichselt, das funktioniert seit Anfang an, das war das Leichteste am ganzen Roboter, das mit Teig, mit der Konsistenz, mit den Pumpen, das war viel schwieriger, dass die nicht verstopfen, aber das Zusammenschieben, dass das dann sich schön einrollt, das hat von Anfang an funktioniert. Ja, dann kann ich gleich anschließen. Also ich habe Erklärung für die Hörer, die Robo Exotica, die jährliche. Das ist das jährliche Wiener, also das ist der schönste Rausch von Wien, Eigenwerbung und laut Monochrom. Und es ist ein jährliches stattfindendes Festival in Wien für Cocktailrobotik, wo es darum geht, dass wir die Zukunft beschleunigen, weil wir sind alle aufgewachsen mit einer Zukunftsvision, dass wir von Robotern bedient werden. Und da wird das so insofern verwirklicht, als das sehr nerdige Alkoholmischmaschinen gebaut werden, die man dann halt ausprobieren kann. Da hast du wahrscheinlich Alkohol geduscht, wo ich hingekommen bin. Ja. Warst du alle 3 Tage dort? Ja, alle 4 Tage war ich dort. 4 Tage Robo-Exotiker. Das wurde jeden Tag besser, weil ich die Leute da natürlich gekannt habe. Und ich habe ganz fleißig, weil der liebe Gregor hat mir sein Mikro geborgt, habe ich ganz fleißig Interviews gemacht. Sehr gut. Und konnte sogar jemanden rekrutieren, der mir dann geholfen hat. Also ich habe dann filmen können und wieder anderen Interviews machen lassen. Und habe heute schon eine erste Version von meinem großen Blog verfasst, wo alle Videos verlinkt sind. Unter spielenprogrammieren.at/blog ist das zu finden. Mit Bemerkung von mir, ich werde ja noch morgen wahrscheinlich ein bisschen verschönern. Und da gibt es die komplette Robo-Exotica-Nachlese. Rapper. Du warst da dort? Nein. Du warst nicht dort? Nein. Ich bin erschüttert. Ja, ich auch. Es war ein Sofa dort. Immerhin. Eine Frage, wenn du an den hast, es ist ganz nett dort. Also, ich weiß nicht, wir waren 2 Stunden dort oder so in der Größenordnung. Aber was macht man 4 Tage dort? Ja, das frage ich mich nicht. Ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf die Leute, die du da triffst. Also, wenn man nur allein steht, hat man sozusagen nicht so viel Gaudi. Du machst wenn das man, wie bei den Konferenzen. Wenn man da nette Leute kennenlernt und so und sich mit denen antrankelt und dann noch anfängt, sich mit den Ausstellern anfreunden, dann macht es viel mehr Spaß. Und das, was ich auch sagen kann als Experte, es ist nämlich so, es ist nicht jeden Tag das gleiche Erlebnis.
weil das Scheitern gehört zum Konzept dazu. Also die Leute bauen alle auf Hochdruck ihre Cocktail-Robot-Maschinen halt mit Arduinos und Raspberry Pis drinnen und haben halt auch alle einen sehr Kunst-Touch. Ich erzähle da nicht gleich von den Bahnen. Und manche werden halt nicht rechtzeitig fertig. Das heißt, es ist halt auch der Spaß, dass man alle anderen trinken schon fleißig und die Musik dröhnt und man sieht, welche unter Hochdruck irgendwelche Hardware debuggen und so. Und zum Teil geben es dann halt auf und können nicht mehr und zum Teil sind sie dann halt ganz stolz, dass plötzlich an einem Tag ist eine unerwartete neue Maschine da, die am letzten Tag noch nicht da war. Oder eine andere ist komplett früher, ausgefallen. Genau, also mit neuen Maschinen kenne ich es nämlich nicht. Ich war früher auch ein, zwei. Und dann, das ist ja immer so ein bisschen so die Regel gewesen, gegen Ende. Ganz weniger, ja. Weil sowohl die Bedienungsmannschaften als auch halt die Hardware halt das nicht so ganz ausreichend, den Dauerbetrieb. Ja. Erzähl ein bisschen was von den Robotern. Oder erzähl mal zumindest einen Roboter, der da besonders gut gefallen ist. Oder irgendwie. Ja, da der Biertaucher ja nicht von Kindern gehört wird. Also der spektakulärste Roboter war sicher der Sakiolak hat er geheißen. Okay. Und das war ein, wie soll ich sagen, ein Holzbrett, wo zwei Personen nebeneinander knien durften. Mhm. Und die haben dann an so kleinen Pipelines gezuzelt. Mhm. Und drinnen war ein Raspberry Pi, glaube ich, der hat gemessen, wer stärker saugt. Also wer stärker saugt. Und der stärkere Sacker also hat ein Alkohol bekommen und der schwächere Sacker hat ein Zitronensaft gesaugt. Ne? Das ist dann halt sehr lustig, wenn du die Leute siehst. Und zur Steigerung der Gaudi von allen Beteiligten waren diese Pipelines, wo man saugt, in so riesigen Dildos eingepackt. Oh Mann. Okay. Das heißt, alles klar. Ja. Und dann hat es einen sehr schönen, also den hätte ich überhaupt nonstop spielen können. Das war praktisch wie im Prater so eine Schießbude, aber mit Nerf Guns. Okay. Ja. Und die ganze Schießbude war Rick and Morty. Passiert, also von dieser Serie. Ja, was ich aber nicht ganz mitgekriegt habe, das hat man mir erst erklären müssen. Nichtsdestotrotz war das urnett, also man hat eine riesige, also zwei Leute haben gleichzeitig spielen können und man hat so einen Nerfgun gekriegt, die gleich so ein Trommelmagazin hat, also wo man ein paar Mal ballern kann und dann sind halt so kleine Schießbudenfiguren hochgepappt und zum Teil, na, bewegt haben sie sich glaube ich nicht, sie sind einfach nur hochgepappt und man hat die auf die geballert halt mit diesen Nerf-Schaumgummi-Pfeilchen. Ja, und je besser man die getroffen hat, desto mehr Alkohol wurde in den Drink gemixt. Mhm. Das heißt, wenn du gut geschossen hast, hast du einen starken Drink gekriegt und sie haben erklärt, das ist dann so ein selbstregulierender Prozess. Wenn man zu betrunken ist, da erwischt man nichts und kriegt nur noch Wasser. Dann. Ja, das war halt immer ständig Leute dort und die zwei Burschen, die das betrieben haben, haben auch ständig zu tun gehabt, weil die haben auch dauernd diese Magazine nachladen müssen. Ja, klar, ja, sicher. Das war halt ein sehr... Ja, das ist natürlich mit Interaktion und so. Ja, und natürlich tratscht man dann mit denen und hat gleich 1000 Verbesserungsvorschläge, was dann noch alles gehen würde und so. Ja, was hat es noch gegeben? Eben diese Dusche, also das war Shot from Above, hat er geheißen. Das war so eine Art Türrahmen mit ganz viel LED-Lichtern und oben war eine Flasche montiert. Mhm. Und dann hat man auf so eine Art Klingel oder Selbstauslöser auf so einen Taster gedrückt, dann hat es Beep gemacht und ein paar Sekunden später ist halt von oben eine kleine Dusche, also ein bisschen Schnaps runtergekommen und man hat halt so mit offenem Mund nach oben schauen müssen, dass das möglichst genau in den Mund reingeht und so großen Gaudi von allen Beteiligten ist halt, je nachdem wie gut man drauf war, ist es halt dann daneben gegangen oder auf den Kopf oder man hat das Hemd angesabbert und später dann, wie die Stimmung mehr gestiegen ist, haben die Leute sich dann auch am Boden gelegt und das versucht, also in schwierigeren Positionen zu erwischen, ja, und halt zur Steigerung der Gaudi. Expert-Mode, genau, ja. Aber das Coolste, also cool, es war sogar für mich ein bisschen zu arg, aber nur um ein Beispiel zu geben, es hat die Wodka-Sulz-Maschine gegeben von einem sehr coolen kalifornischen Künstler. Mhm. Und der hat nur Englisch geredet, hat einen wilden Bart gehabt und sehr, sehr wild ausgeschaut. Und diese Maschine hat eine Sülze gemacht, also dieses Gelierzeug, wo drunter ein Fleisch ist. So Wodka-Shots in, ja, und Chemie. Die Sülze war voll mit Wodka und drunter war ein Art bröseliges Ding, was angeblich Fleisch war. Und das hat man dann auf seinen Pappendeckelteller gekriegt und das hat da herumgewabbelt und war durchsichtig. Boah, also es hat ausgeschaut wie eine Qualle. Ein bisschen Silent Green-mäßig. Ja, wirklich, ja. Und die Leute, die es dann gegessen haben, also es hat besser geschmeckt, als es ausgeschaut hat. Aber dadurch, dass er so gewabbelt hat und durchsichtig war, hat das halt schon sehr arg ausgeschaut und er hat auch noch gemeint, und also ich habe auch selber ein bisschen gegessen und das war halt sehr viel Wodka. Also man hat Wodka
löffelweise gelöffelt, ja, und das ist dann sehr schnell eingefahren. Ich muss auch sagen, Teuflisch, das war eine Zeit lang Mode, diese Schiffen-Wodka mit Waldmeister und was weiß ich. Teuflisch. Auch der Begrüßungsdrink war ein Gummibärchen, das mit Wodka initiiert wurde. Also, wenn man gleich zur Party reingegangen ist. Alkohol. Was hat es noch gegeben? Einen Miso-Suppenroboter, der hat eine Miso-Suppe gebaut, ganz toll. Also alles, und war so aus Plexiglas gebaut und alles war lasergecuttet und selbst gemacht. Dann hat es gegeben einen Trump-Bot, der hat eigentlich überhaupt nichts mit Trinken zu tun gehabt, sondern der hat Sprüche von Donald Trump gesagt. Und grab him by the pussy, und dann war oben so eine Art Schlagzeug, das hat dann immer so einen Tusch gespielt nach jedem seiner Aussagen. Und dann hat es eine Steinkugel gegeben, wo so rosa Kirschlikör rausgesprudelt ist. Also wie diese Dinge, die manche Leute im Garten haben. So als Springbrunnen. Ja, so Zimmerspringbrunnen. Und das war halt von innen beleuchtet und man hat dann mit einem Strohhalm so saugen können. Aber wo ist der Roboter? Jedes Jahr warte ich. Nein, also sowas Ähnliches hat es gegeben. Es hat einen sehr süßen Line-Follower-Roboter gegeben, der hat Gaston geheißen. Mhm. Und der, wie hat der ausgeschaut? Wie so eine Mischung aus Haifisch und kleinem Brot. Was so herumgefahren ist. Ja, wo ich dort war, war das noch. Ah, da war. Ja, ja, da hat er nicht funktioniert. Der hat dann erst die nächsten Tage funktioniert. Und für den, das war ein Studentenprojekt von dem FH Technikum. Mhm. Und die haben mehrere Tische so zusammengestellt, so einer relativ komplizierten, wie eine kleine Märklin-Kleineisenbahnanlage. Und auf der haben sie mit schwarzem Isolierband eben eine Line gebaut. Mhm. Und da ist dieser wackelige, süße Gaston-Roboter halt brav der Linie nachgefahren und hat immer so gewackelt. Also wir haben es extra so gebaut, dass er nicht gerade gefahren ist, sondern hat ständig so gezittert. Ja, so süß. Er hat so vorne ein riesiges Auge drauf gehabt und oben war so ein Loch, wo man Glas reinstellen kann. Und ab und zu ist er dann bei einer Station stehen geblieben. Da waren so Gläsern, hat man ein Glas reinstellen können. Dann hat er zwei große Taster gehabt, einen zum Trinkfarbe aussuchen, also jede Farbe hat, also Rot war Kirschlikör und Grün war etwas anderes, und dann eine Bestätigungstaste, also man hat sozusagen auf dem herumdrücken können, und dann ist er, das war nämlich das Lustige, ist er in irgendeine Richtung weggefahren, weil er hat nicht überall wenden können, sondern nur an gewissen Wendepunkten, also er hat dann höchst eilig mit dem Glas wohin gefahren, dann ist er zurückgefahren zu seiner Abfüllstation, also seine Tankstelle, da hat er sich genau unter einen Schlauch gestellt und hat zzzz gemacht, dann wurde dieser Drink, den man bestellt hat, genau abgefüllt, und dann ist er wieder zu der Station zurückgefahren, wo man bestellt hat, und man hat den Drink hinausnehmen können. Das war allein das Zuschauen, und ich bin eine Zeit lang daneben gesessen, und dann hat er auch ein paar Mal versucht, Selbstmord zu begehen, indem er sich so lemminggleich von der Tischkante stürzen wollte, und dann habe ich ihn einmal gerettet, dann war die Crew da nur dankbar, und dann haben sie halt herumgedüftelt und so. Ja, der war einfach süß. Ja, sehr süß. Von der Bedienung her war es ein bisschen, also man hat es sich erklären lassen müssen, also selbst erklärend war es nicht, aber es war einfach eine Freude, dem zuzuschauen, weil er auch bunt und die Drinks haben dann geleuchtet und er hat so Sonnenschirmchen drauf gehabt. Schön. Was hat es noch Videos gemacht? Ja, ganz viele Videos gemacht, sind alle in meinem Blogposting verlinkt. Ja, ganz Interviews gemacht mit den Johann Grenzfurtner und Günther F. Entschuldigung, Nachnamen nachlesen bitte, von Monochrom. Die haben auch erklärt über die Geschichte von Monochrom. Monochrom ist jetzt, glaube ich, schon über die Geschichte von der Roboxotica, die ist jetzt schon 19 Jahre alt. Das ist ein Wahnsinn mittlerweile. Immer noch lustig. Ne? Mhm. Die Location war sicher, ich das war wieder das Mal im Nö. Na, ich habe das Ragenhof als letztes erlebt. Nein, es war das Nö. Ja, also, was sagst du, Stefan? Es war halt eine Location. Zumindest, oder? Eine große Halle. Also Platz war genug, würde ich sagen. Ja. Es waren aber auch noch nicht so viele Leute, wo ich dort war. Ich weiß nicht, ob das dann viel mehr waren. Also am Samstag waren viele Leute, da war die Luft dann halt drinnen schlecht, weil das nicht gescheit direkt gelüftet worden ist. Mhm. Und ja, die Raucher waren draußen in dem Vorraum. Muss man sagen, in welchem Bezirk ist das? Das ist gleich im 17. Das ist gleich von der Josef-Städter-Straße, wenn du drüber gehst, über den Außenverbring, ja. Und was wir gesagt haben, die Location hat derzeit Schwierigkeiten mit dem Hausbesitzer. Also die werden gerade gentrifiziert. Also, man weiß nicht, wie lange es dort gibt. Noch immer dann dort ist, okay. Habe ich einen wichtigen Roboter auslassen? Einen, der dir in Erinnerung geblieben ist. Ja, diese Schnapsorgel hat es gegeben, die war ich letztes Mal auch schon dort. Das ist eine professionelle Trinkmischanlage mit Tablet-Bedienung, Touchpad. Man toucht seinen Wunschdrink ein und dann macht es und mehrere Ventilatoren saugen aus den diversen Schläuchen den Drink automatisch zusammen. Okay, ja, das ist dann so automatisch, ja. Und eben diesen Amaretto-Mat, der ja auch
öfter zu sehen ist. Ja, ist halt ein Palatschinken-Machroboter. Ja. Ja, und der war ziemlich autonom. Also da hat man so 2 Euro eingeworfen und der hat automatisch eine Nutella-Palatschinke gemacht. Cool. Eine Crepe, also eine ganz dünne. Dann war noch einer mit Musik. Das war der so Kaiserspritzer in so einem Kübel. Ja. Ja, der hat einen Kaiserspritzer gemacht und hat so einen Kaiserwalzer gespielt. Okay, ja, ganz und süß. Wie hat der Kübel da reingespielt? Da war ein schwarzer Kübel, in dem war halt eine Flasche Holundersaft und eine Flasche Weißwein und dann so mehrere schöne Messinstrumente und Schläucheln und ich glaube ein Arduino. Und der hat dann das Absaugen. Ja, genau, aber das ist das so, du erzählst davon und du hast schon öfters Raspi und Arduino erwähnt. Das also gefühlt war in jedem von dieser Installation entweder ein Arduino oder ein Raspi drinnen. Es ist schön zu sehen, dass diese Technik sich da manifestiert. Ist eigentlich eh logisch, aber auch schön, das mal so in Action zu sehen. Oder? Und zum Beispiel die mit der Schießbude, also mit dem Shooter, wo man mit diesen Nerfguns schießt, die haben zum Beispiel auch ihre Pumpen, also das sind so Plastikzahnräder, die so Schläuchen entlang walten eigentlich. Also sie quetschen Schläuche. Sie quetschen Schläuche und dadurch Zahnräder, die Schläuche quetschen. Ja, dadurch sind sie eine Pumpe. Ja, genau. Haben es gerade selber mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Also die haben sich ihre eigene Pumpe 3D-printet, was halt auch extrem cool ist. Ne? Und ja, ich habe mit dem Palatschinken, also mit dem Amaletto-Mat, man geredet über Open Source und so. Und dann hat er gesagt, er hat die Pläne jetzt nicht öffentlich, aber nicht, weil er es nicht hergeben will, sondern weil einfach die Pläne größtenteils in seinem Kopf sind. und er halt ständig dran rum operiert und jetzt, das kennt man auch vom Programmieren, er jetzt vor kurzem gerade draufgekommen ist, er fängt wieder komplett von vorne auf, weil er jetzt halt mehr Erfahrung hat und andere Ideen hat, wie man da tut. Und was er halt auch gemeint hat, ist, dass das eine ist, dass du einen Plan hast, aber dass vieles ist auch dann das praktische Wissen, wie man den Plan umsetzt, also wenn man überhaupt einen hätte. Also vieles ist auch Know-how, von der Technik oder welcher Teil sich halt wie verhält. Also man braucht ein bisschen mehr als nur einen Source Code bei der Software, ne? Sondern halt auch Hardware-Wissen und praktisches Hardware-Wissen. Aber prinzipiell habe ich jetzt keinen getroffen, der dort gesagt hat, na, das ist proprietär und das wird man nicht hergeben, sondern die meisten haben halt gesagt, du, wir haben es jetzt erst gerade zusammengebaut und sind froh, dass es halbwegs läuft. Also sie haben sich noch nicht Gedanken gemacht, das groß zu publizieren. Wäre schön, aber wenn es nochmal so eine Robo-Exotica-Werkschau so jährlich gäbe, die einfach die Roboter ein bisschen dokumentieren. Also mehr mit Dokumentation und Plänen, ja. Das wäre schön, wenn sich da was finden würde. Ja, man kann die sicher alle anschreiben. Ja, könnte man, ich meine, wenn es von. Ja. Stefan, ich habe das letzte Mal von einem Roboter-Bausatz erzählt. Ja. Da habe ich jetzt mit der Steuerung ein bisschen weitergemacht. Mittlerweile ist er vom Handy aus steuerbar. Also das funktioniert mit der Software, die dabei ist und so weiter. Also jetzt geht es über Bluetooth, auf einen Bluetooth-Stick drauf, der da eben drauf ist auf dem Auto. Und das ist eben so ein Arduino-Bausatz, den ich das letzte Mal da beschrieben habe und den wir auch verlinkt haben in den Shownotes. Und funktioniert der Bausatz. Bin zufrieden. Cool. Linien fahren noch nicht nach, aber das kommt noch. Hast du Spaß mit deinem Spielzeug? Absolut. Ja, jetzt bin ich gerade so, wie man sozusagen analog steuert, die Geschwindigkeit, obwohl das ja ein digitales Gerät ist, also Pulsweitenmodulationssteuern und solche Sachen, damit ein bisschen experimentieren. So funktioniert ganz, ganz manierlich. Und geht auch schön flott, das Ding, also macht Spaß. Ja, wie gesagt, ich kann nur sehr empfehlen, Roboxotica besuchen. Terminfrei also Mitte Dezember oder Anfang Dezember in Wien immer. Wechselnde Location. Einfach auf roboxotica.org nachlesen. Hinschauen und sich bewirten lassen. Und ausführlichstes Blogposting ist in den Shownotes verlinkt oder unter spielenprogrammieren.at/blog zu finden. Gut. Und nun? Mach mal einen Film oder sowas. Was hast du noch Film auf Lager? Ne? Du hast doch den Four Lions. Den könnt ihr gleich mitquatschen. Genau, ja. Ja. Soll ich kurz die Story zusammenfassen? Ja. Ist eigentlich relativ schnell erklärt. Es sind 4 Freunde, wenn man sie als Freunde bezeichnen kann, die sich zu einer islamistischen Terrorzelle zusammengefunden haben in England. Und ein großer Traum es ist, als Märtyrer von dieser Welt zu scheiden. Und ein paar Probleme haben, wie sie
wie sie das denn ausführen, welche Location sie sich aussuchen zum Anschlag. Und ich hab den jetzt zum ersten Mal gesehen am Wochenende und habe wirklich viel lachen müssen, also es ist eine Komödie, und auch oft schmunzeln müssen, habe mir aber währenddessen gedacht, darüber sollte man jetzt korrekt, wie korrekt ist denn das jetzt ja in Zeiten, wo wir so etwas wie Charlie Hebdo erlebt haben, wie wir die Anschläge in Paris erlebt haben. Ich habe mich schon ein bisschen schuldig gefühlt deswegen, aber dennoch ist es wirklich eine sehr, sehr gut gemachte Satire auf das, wie wir den Islam und die Islamisierung hier sehen in Europa. Das ist ein britischer Film, oder? Das ist ein britischer Film, genau. Ich glaube, das ist Meister des dunklen, sehr dunklen Humors. Ja. Und ja, der Film lebt natürlich davon, dass es ist halt ein Film über schöner Scheitern halt. Das ist ja das, was einen Film gut macht, dass man mitlebt mit den Figuren und sie schaffen es aber nicht, obwohl sie sich noch so bemühen, aber sie scheitern halt größtenteils an ihrer himmelschreienden eigenen Unfähigkeit, wo sie die ans Hirn greift und so richtig eingreifen möchte im Bildschirm und schaust, so machst du das. Ja, und ich finde, was der Film sehr elegant macht, ist, dass er das eigentlich im Zuschauer doch ein bisschen die Sympathien weckt für die Terroristen, also dass man fast, obwohl man sich eigentlich selber verbietet, denkt, na, wenigstens einer von denen sollte doch noch was zusammenbringen. Ne? Ja, ich meine, das macht er wirklich gut. Er verurteilt die Figuren nicht. Ganz im Gegenteil, er zeichnet sie sogar sympathisch. Ja. Und ja, nichtsdestotrotz halt ein sehr ernstes Thema. Und ich glaube, was er auch, also es war damals in den Kritiken, ist, er spielt auch sehr mit diesen Klischees vom Islam. Zum Beispiel sind die, wie soll man sagen, also es ist so eine Szene, wo ein Terrorist sich dann streitet mit einem muslimischen, was ist das, Oberprediger oder so, ne? Und der verurteilt das dann, obwohl der viel sittenstrenger und viel islamischer ist. Und verurteilt aber dann die. Verurteilt den, weil der Terrorist dem schon wieder zu liberal ist. Ne? Also sie haben halt intern ihre Sachen und natürlich wird sich auch kräftig lustig gemacht über die Reaktion des Westens, dann, die dann halt alle diesen, also man sieht dann so Sonderpolizeieinheiten stürmen dann diesen Prediger, der eigentlich versucht hat, den vom Terrorpfad abzubringen. Der wird dann fertig gemacht und die Terroristen gehen unbeschadet da ihren Terrorzielen nach. Also alles, es bleibt dann das Lachen nicht im Hals stecken, aber man hat viel zum Nachdenken. Ein schwieriger Spagat, aber ich finde auch, dass sehr, sehr meisterlich. Auf jeden Fall, ja. Und uns auch nett, sie sind nicht alle Schwarz-Weiß-Figuren, sondern jeder von den Terroristen hat seine eigene Persönlichkeit und auch seine eigenen, wie in einem Computerspiel, seine Stärken, aber halt auch sehr himmelschreiende Schwächen, an denen uns halt auch größtenteils scheitert. Und auch die Gruppendynamik untereinander und so. Ja. Ich habe mir den damals auch extra gekauft, glaube ich, sogar, oder das Internet bestellt und ja, dann halt angeschaut, weil so viel drüber geschrieben worden ist. Hab's nicht bereut. Ja, wie gesagt, ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Ja, me too. Also, ein guter Film, ein guter Film. Ich war letztens, habe auch einen Film geschaut. Da habe ich ganz großmaulig so angekündigt, irgendwie so, jetzt schauen wir uns einen Cronenberg-Film an. War aber kein Cronenberg-Film, es war ein Film von Ken Russell, nämlich Der Höllentrip. Oder Altered States heißt er auf Englisch. Das ist ein Film aus den 80er Jahren mit einem wahnsinnig jungen William Hurt. So jung habe ich ihn, glaube ich, kaum gesehen. Bin jetzt nicht der große Hurt-Kenner, aber er war auf jeden Fall in diesem Film sehr jung. Und er spielt einen Wissenschaftler, der Experimente durchführt. Er und so ein befreundeter Wissenschaftler. Und der macht so sensorische Deprivationsexperimente. Das heißt, er geht in einen Tank, gefüllt mit Wasser, kann nichts sehen und hängt dort für mehrere Stunden ab, zeichnet die Gehirnströme auf und er beschreibt dann, es wird mitprotokolliert, was er da empfindet. Und der William Hurt spielt einen Wissenschaftler, der schon so einen starken Hang ins Mystische hat und eben die Reise ins Innere ist ihm sehr, sehr, sehr wichtig. Was dann auch, also er lernt dann eine Frau kennen, heiratet die, aber die Ehe ist dann sehr belastet, eben durch diese Experimente, seinem Hang durch Mystizismus. Noch dazu unternimmt er eine Reise, ich glaube, nach Südamerika, wo er auch mit Drogen experimentiert und auch so eine Droge mitbringt und die dann in Kombination mit der sensorischen Deprivation Session einwerfen und im Tank man greift sich als Zuschauer und meine Güte, das kann nicht gut gehen. Geht doch nicht wirklich gut. Es wird hier als amerikanischer Thriller beschrieben auf der Wikipedia. Ich wüsste nicht, wo ich ihn hintun könnte. Der Film
kommt schon so, es hat diese unheimliche Elemente wie ein Horrorfilm, mhm, und bedient sich auch diverse Elemente aus dem Horrorfilm-Genre, aber er schwankt dann doch zwischen Mystery und einer dunklen Seite, man kann es nicht ganz greifen, und das finde ich sehr spannend, und ich hoffe, dass der Ken Russell auf dieser Seite noch mehr zu bieten hat. Der englische ist leider schon gestorben, englischer Regisseur, hat auch ganz viel gemacht, hat auch Theater gemacht, habe ich dann gesehen und so, und ich hoffe, dass sein filmisches Oeuvre noch einige solcher Filme zu bieten hat, weil ich finde das super spannend, weil es eben nicht so wie zum Beispiel ein moderner Horrorfilm, der sich oft so ausrastet auf so dieses Quiet Bank oder gewisse Sachen, wo du weißt, okay, ja, hat er gebracht, der Film, soll mich erschrecken, soll unheimlich sein. Und der bringt eben so Aspekte rein, die ja eigentlich an sich vielleicht nicht unheimlich sind, aber so im gesamten Film dann doch auf eine ganz eigene Art unheimlich wirken, und der hat mich dann wahnsinnig überrascht, der Film. Und ich, ja, war im Guten oder im Guten? Im Guten. Und da gesessen und mir gedacht, boah, ganz was Eigenes. Und geht dann was weiter oder gleitet das so 70-jährige, 70-jährige? Ja, es ist die Frage, wie will ich dann das Experiment, sagen wir so, deuten wir es mal an, er kommt dann drauf, dass die Auswirkungen nicht nur innerer Natur sind, die seine Trips in der Welt zeigen. Brauchen wir jetzt einen Tank? Wir? Ja. Alle miteinander? Ja. Das sind so, du kannst nur offline gehen, das ist doch so ähnlich schon wie total sinnesdepriviert sein, oder? Du meinst einfach nur das Flugmodus an. Ja, den Flugmodus kennen. Das ist der moderne Mensch schon. Nein, nicht, also mich zieht es nicht in einen sensorischen Bitte Begriff, ohne Phone, weißt du halt nicht mehr, wie spät es ist, also wann du bist, wo du bist, das weißt du nicht mehr. Ja, stimmt. Tja, war ein guter Movie. Das interessiert jetzt mich, glaube ich, schon. Ja, willst du das gerne ausprobieren? Aber hast du kein Problem, nehme ich dann an, mit räumlicher Enge, weil das ist, glaube ich, schon, da bist du halt im Tank drinnen und bist in diesem Wasser. Ich glaube nicht. Kann ich da noch einreden? Es könnte höchstens passieren, dass ich einpenne, glaube ich. Ist das der Traum jedes Ex-Lehrers, ein Tank, wo keine Schüler drin sind und wo man sie auch nicht hört? Keine Menschen. Keine Menschen. Ja, ausprobieren, ja. Geht also schon. Wenn ich leben, warum nicht, sage ich mal. Sollen sie mich rausholen, wenn ich klopfe? Gut. Ja, ich kann gerne noch einen. Ja, bitte, Waagschale werfen. Ich bin gerade in Fahrt. Ja. Filmtechnisch. ich kann gerne auch an dich übergeben. Ja. Möchtest du? Okay. Und zwar war ich im Kino und habe dort Arrival gesehen. Das ist doch diese Science-Fiction-Kommunikation mit Außerirdischen, gell? Genau, so ist es, ja. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ich habe nur darüber gehört und habe bewusst gut. Okay. Würde ich gerne sehen. Dann würde ich es lieber lassen, weil wenn ich von der Story erzähle, dann müsste ich wirklich hart spoilern. Das würde ich uns sehr, sehr ungern tun. Doch, ich will ihn mir nicht anschauen. Hör nicht auf den Horst. Wo geht's? Ich kann die Story gerne in ein, zwei Sätzen mal wiedergeben und sagen, ob ich ihn empfehlen würde. Also es geht darum, wir befinden uns in der Jetztzeit und quer über die Welt verteilt landen 12 UFOs. Mhm. Mit Aliens, die versuchen mit uns Kontakt aufzunehmen. Die sprechen aber eine eigene Sprache, und Amy Adams spielt eine Linguistikprofessorin, die beauftragt wird, herauszufinden, was denn diese Außerirdischen wollen, was denn der Zweck derer ist, und zu schauen, wie funktioniert denn deren Sprache überhaupt. Und es gibt viele Aspekte, die mir an dem Film relativ gut gefallen haben. Mhm. Es gab aber auch so ein paar Dinge, die einfach so 0815 aus der Hollywood-Brotdose sind, die mich wirklich enorm gestört haben, weil Denis Villeneuve an sich als Regisseur wird als ganz gut angesehen, weil er versucht, einen Spagat zu machen zwischen Mainstream- und Arthouse-Kino. Mhm. Und das auch relativ gut funktioniert für die meisten Leute, für mich nicht, weil ich mit dieser Art von Filmen nichts anfangen kann. Nee, also ich mag beide Seiten. Ja. Ich bin zwar eher dem Arthouse zuzuschreiben, aber ich mag trotzdem beides. Wenn man aber versucht, Kompromisse einzugehen in dem Bereich, und das macht Arrival auf jeden Fall, und das macht Denis Villeneuve mit all seinen Filmen, da kommt man nicht auf den grünen Zweig, meiner Meinung nach. Oder nur sehr, sehr schwer und sehr, sehr bedingt.
Und bei Arrival macht er das schon relativ gut, aber die Sachen, wo er wirklich versucht, so viele Leute wie möglich damit abzuholen, mit denen verliert er mich dann. Und die sind auch wirklich sehr störend. Mhm. Für mich persönlich, ja. Ich meine, ich gebe hier nicht die allgemeine Meinung her. Ich meine, meiner Twitter-Blase feiern alle den ja, Film gute absolut. Hat er gute Kritiken bekommen und ich kann es auch verstehen. Mhm. Und ich würde auch sagen, auf jeden Fall ins Kino gehen, weil audiovisuell ist er eine absolute Wucht. Ja. Also er hat so fantastische Bilder, so ein fantastisches Sounddesign. Der Soundtrack ist fabelhaft. Okay, fürs Kino. Auf jeden Fall ins Kino gehen, ja. Und damit ich das richtig verstehe, im Gegensatz zu allen anderen Science-Fiction-Filmen, die ich gesehen habe, wird die Erde nicht sofort zerstört von den Aliens. Nein. Ich interessiert mich auch der Film, weil ich habe da so eine gedankliche Brücke zu den, wir sind in den letzten Jahren ja immer von modernen Science-Fiction-Filmen ein bisschen verwöhnt worden und dass ich in so eine Reihe von Interstellar oder Her oder Ex Machina und so, die ein bisschen was anderes versuchen und neuere Sachen rauskitzeln, wobei, okay, das kann man so und so sehen und hin und her argumentieren, aber ja, interessiert mich, was diesen Grund ist, aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen, wenn du sagst, dass er im Kino zumindest von Ästhetik und so mal rüberkommt, dann... auf jeden Fall, also wenn man sich den Film ansieht, bitte ins Kino gehen, dieser ist jetzt vor einer Woche angelaufen, also man hat noch einige Zeit ins Kino zu gehen, sollte das auf jeden Fall tun. Cool, dann mache ich das. Gut, ein weiterer Tag verplant und es wäre noch zu benutzen. Ja. Ich bin ausgekreuzelt. Ja. Ich auch. Me too. Passt. Da machen wir langsam Schluss. Ja, ich verabschiede mich für dieses Jahr. Wir hören nächste Woche bist du schon nicht mehr. Nein. Es ist Zeit, ich habe gemerkt. Der Winterschlaf, das Sofa ruft, das sind große Spiele. Mass Effect 2 ist jetzt zwar gerade durchgespielt, aber es wartet ja noch der dritte Teil, wo ja viele so mit dem Ende haben. Ja, schauen wir mal, ich werde dann sicherlich davon berichten und ich freue mich. Also frohe Weihnachten und schönes neues Jahr. Und schön war's. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay, ciao.